Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und uns zugeschalten ist jetzt der Finanzminister Gernot Blümel aus dem Finanzministerium. Grüß Gott, Herr Minister. Grüß Gott. Herr Minister, Sie haben heute eine Pressekonferenz gegeben, wo Sie noch einmal erklärt haben, dass die Mittel für die Kurzarbeit erhöht werden. Insgesamt 10 Milliarden Euro sind das mittlerweile schon. Dennoch gibt es viele Unternehmer, die sagen, sie bekommen dieses Geld einfach nicht ausbezahlt. Verstehen Sie diese Kritik und wann bekommen die Unternehmer denn das Geld jetzt? Die Abrechnung kann ja erst starten, wenn die ersten Abrechnungsmöglichkeiten da sind. Also wenn man auch weiß, wie viel Kurzarbeit in diesem Zeitraum wirklich in Anspruch genommen worden ist. Viele Anträge sind ja auch so ausgestaltet, dass man möglichst viel Kurzarbeit beantragt und wenn es doch mehr zu arbeiten gibt, weniger davon in Anspruch nimmt. Und die Abrechnung führt dann eben dazu, dass das präzise Geld ausgezahlt wird. Wir haben auch zu Beginn dieses Kurzarbeit-Moratoriums mit den Banken verhandelt und sichergestellt, dass der bestätigte Antrag des AMS auf Kurzarbeit als Sicherheit für einen Überbrückungskredit von den Banken akzeptiert wird. Das heißt, die Liquidität sollte sichergestellt sein. Die Abrechnung beginnt jetzt. Die Arbeitsministerin hat heute gesagt, dass bisher ein zweistelliger Millionenbetrag auch ausbezahlt worden ist. Viele Millionen mehr werden in den nächsten Wochen folgen. Jetzt hat auch die Arbeitsministerin heute die neuen Arbeitslosenzahlen präsentiert. Mitte April lagen die bei über 580.000, jetzt ist es wieder leicht zurückgegangen auf 570.000. Glauben Sie, dass damit jetzt wirklich der Höhepunkt erreicht war Mitte April oder ist zu befürchten, dass das Ganze in den nächsten Monaten noch einmal ansteigt? Nun, ich hoffe, dass dadurch, dass die Österreicherinnen und Österreicher so diszipliniert waren in den letzten Wochen und die Ausbreitung des Virus massiv verlangsamt haben, dass wir durch das Zurückkehren zu einer gewissen Normalität und das Aufspielen der Geschäfte den Höhepunkt dieser Zahl jetzt auch überschritten haben. Wir wissen noch nicht genau, wie intensiv die Krise weitergehen wird. Wir hoffen, dass dieser Schritt zurück, den wir jetzt machen, in eine Normalität auch dazu führen wird, dass wieder mehr Menschen in Beschäftigung gehen. Ich bin aber froh, dass so viele Unternehmen das Instrument der Kurzarbeit in Anspruch genommen haben. Denn wenn wir das nicht aufgelegt hätten, dann wäre die Zahl der Arbeitslosen noch wesentlich höher gewesen. Und das wollten wir vermeiden. Jetzt kennen wir seit gestern auch, muss man sagen, relativ dramatische Zahlen aus Deutschland, was das Wirtschaftswachstum bzw. das Schrumpfen der Wirtschaft anbelangt. Bleiben Sie bei den Prognosen, die die Wirtschaftsforscher abgegeben haben, oder befürchten Sie, dass unsere Wirtschaft heuer sogar noch stärker zurückgehen könnte? Also derzeit ist es so, dass ich Wirtschaftsprognosen wirklich als ausschließliche Momentaufnahme sehe. Ich habe in den letzten 2 Monaten hier auch meine persönlichen Lehren aus diversesten Prognosen gezogen. Anfang März, wenn Sie sich erinnern, da hat es noch den Konjunkturtest gegeben, der am 9. März, der gesagt hat, bis dato noch keine große Auswirkung des Coronavirus auf die österreichische Konjunktur. Heute, etwa 2 Monate später, würde niemand mehr davon reden. Ich glaube, es kann sogar noch schlimmer werden. Ich glaube, dass Österreich besonders getroffen ist, weil wir einerseits einen großen Anteil des Tourismus an unserem Bruttoinlandsprodukt haben und gerade dieser massiv von den Reiseeinschränkungen und von dem Coronavirus betroffen ist und andererseits wir eine Exportnation sind und 2 von 3 unserer wichtigsten Handelspartner massiv von dem Coronavirus getroffen sind, nämlich Italien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, ich würde nicht ausschließen, dass es sogar noch etwas schlimmer wird als derzeit prognostiziert. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe, dass wir mit den Maßnahmen, die wir bisher gesetzt haben, die richtigen Schritte gesetzt haben, um den Standort gut durch die Krise zu bekommen. Und wir wollen jetzt auch daran arbeiten, dass das Comeback der Volkswirtschaft möglich ist. Und deswegen arbeiten wir auch an einem zusätzlichen Konjunkturprogramm jetzt mit den Sozialpartnern, mit den Landeshauptleuten, mit den Gemeinden etc. Sie haben jetzt dieses Konjunkturpaket und auch die Steuerreform, die ja auch Teil dieses Comeback-Plans ist, gerade angesprochen. Jetzt war diese Ankündigung, muss man sagen, allerdings noch reichlich unkonkret. Wie sieht es denn jetzt mit der Steuerreform aus? Wird die jetzt auf heuer vorgezogen und wenn ja, welche Teile werden vorgezogen? Wir wollten auch mit diesem Statement klar machen, es kann bergauf gehen, wenn wir uns gemeinsam weiter bemühen. Wenn wir uns bemühen, einerseits
die Ausbreitung des Virus weiterhin so einzudämmen wie bisher. Da dürfen wir nicht nachlässig werden. Aber auch wenn wir gemeinsam daran glauben, dass es besser wird. Und wir als Bundesregierung wollen alles tun, um das auch möglich zu machen. Sowohl angebotsseitig, was Maßnahmen für den Standort betrifft, damit die Unternehmen wieder mehr Arbeitsplätze schaffen, mehr Personen wieder einstellen können, zurückholen aus der Kurzarbeit und zu produzieren beginnen. Andererseits aber auch auf der Nachfrageseite, indem wir den Menschen mehr Geld im Geldbörsel lassen wollen. Da gibt es ja viele gute Ideen, die schon im Regierungsprogramm festgeschrieben sind. Und wir diskutieren jetzt darüber, welche sinnvollerweise vorgezogen werden können. Aber ein Teil der Steuerreform wird definitiv ins heurige Jahr vorgezogen. Das ist die Idee. Welcher Teil und wann genau, das wird in den nächsten Tagen und Wochen verhandelt. Darf ich Sie nur fragen als Finanzminister, wie soll denn das funktionieren, dass man dann unterjährig einen Teil der Steuerreform vorzieht? Wie stellen Sie sich das vor? Wie wird das über die Bühne gehen? Das ist technisch und logistisch kein Problem. Es braucht den politischen Willen und auch die Sinnhaftigkeit in ökonomischer Hinsicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass wir den Menschen jetzt auch mehr Geld geben, damit sie nach der Krise auch die notwendigen Investitionen tätigen können, damit der Konsum wieder angekurbelt wird, damit die Volkswirtschaft wieder in Gang kommt und damit auch die Stimmung insgesamt besser wird. Denn das braucht es jetzt vor allem und deswegen auch diese Maßnahmen. Werden das vor allem jene Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen sein, die ja eben für 2021 geplant waren? Die genauen Maßnahmen und den genauen Zeitpunkt, da bitte ich Sie noch um ein paar Tage Geduld. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen die einzelnen Gespräche führen und unsere Ideen auch mit den Sozialpartnern, mit den Ländern, mit den Gemeinden und mit den Wirtschaftsforschern diskutieren. Und dann, wenn das Paket fertig ist, werden wir es präsentieren. Was haben Sie sich da als Zeitplan gesetzt? Bis wann wollen Sie dieses Steuerreform-Neupaket präsentieren? Das Paket wird viele verschiedene Bereiche umfassen. Einerseits die unbedingte Notwendigkeit, den Menschen mehr im Börsel zu lassen, also sie steuerlich zu entlasten. Andererseits aber auch den Standort so zu motivieren, dass mehr Arbeitsplätze entstehen können. Und drittens auch die notwendigen Investitionen in den Klimaschutz, in die Nachhaltigkeit und in die Regionalität sicherzustellen. Das ist ein großes Paket, das wird mehrere Wochen dauern, bis wir in jedem Bereich die endgültigen Maßnahmen definiert haben und umsetzen können. Jetzt weiß ich schon, die Detailmaßnahmen können Sie noch nicht nennen, aber die Lohnnebenkostensenkung, das war ja immer ein Projekt auch, das angekündigt wurde. Wäre nicht jetzt genau der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, schon 2020 werden Lohnnebenkosten für Unternehmen gesenkt? Das ist eine der Ideen, die auch diskutiert wird, neben vielen anderen. Die Frage ist, wann ist es wie ökonomisch sinnvoll, in welchem Ausmaß und zu welchem Zeitpunkt? Dafür wollen wir auch die Ideen, die wir haben, die eine Vielzahl sind, mit den Expertinnen und Experten diskutieren und auch dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn wir genau wissen, wie das Paket aussieht. Jetzt gibt es Branchen, die besonders hart getroffen wurden von dieser Krise, aufgrund natürlich auch der Schließungen. Sie haben vorher schon den Tourismus angesprochen, der natürlich doppelt getroffen wurde. Einerseits, weil er schließen musste für österreichische Urlauber, andererseits, weil er wahrscheinlich diesen Sommer kaum bis gar keine ausländische Gäste haben wird. Da gibt es auch viele Ideen, die in den letzten Tagen kursiert sind. Aber wünschen Sie sich für den Tourismus oder können Sie das vielleicht sogar schon ansagen, wird es für den Tourismus hier eigene Pakete und eigene, sage ich, meine Entlastungsschritte geben? Wir haben natürlich unterschiedliche Betroffenheiten jetzt nach der Zeit des Shutdowns. Dadurch, dass wir als Österreich sehr frühzeitig die richtigen Maßnahmen gesetzt haben und die österreichische Bevölkerung sehr diszipliniert im Umsetzen dieser Maßnahmen war, hat man in Österreich die Produktion der Industrie beispielsweise nicht schließen müssen, wie das etwa in Italien der Fall war. Das hat uns schon sehr geholfen volkswirtschaftlich. Die Frage ist, wie die Lieferketten global auch aufrechterhalten werden können. Und erst dann kann man sagen, welche Teile der Industrie wie getroffen werden, ob sie weitere Arten von Kurzarbeit braucht oder nicht. Der Tourismus ist natürlich wesentlich davon getroffen, von der Einschränkung durch das Virus, denn da geht es ja um die Reisefreiheit, da geht es um internationale Gäste. Österreich ist sehr, sehr beliebt. Der Tourismus trägt ca. 15% zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt bei. Und erst wenn dieser wirklich in Schwung kommt, kann man sagen, dass wir die Krise gut durchmachen werden, denn der Anteil der Wertschöpfung im Tourismus ist sehr, sehr hoch. Wie das genau aussehen wird, wie der Tourismus anlaufen wird, kann
man auch erst sagen, wenn wir einen besseren Überblick haben, wie sich die Entwicklung des Virus in den anderen Ländern, in den Ländern, wo die Gäste herkommen, darstellt. Wenn möglich, wollen wir so weit, wie es irgendwie akzeptabel ist aus gesundheitspolitischen Gründen, auch die Möglichkeit geben, dass Tourismus stattfinden kann. Aber spezielle Maßnahmen wird es aus meiner Sicht da und dort brauchen. Wenn Sie diese speziellen Maßnahmen ansprechen, da wünscht sich die Tourismusbranche ganz dringend eine Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% ist der Wunsch. Glauben Sie, dass man diesem Wunsch nachgeben kann? Es ist eine Idee von vielen, die derzeit diskutiert wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nicht sagen, welche davon konkret wann umgesetzt werden. Okay, und ich weiß, Sie wollen sozusagen noch keine Details verraten, aber eines muss ich Sie dennoch fragen. Es gibt auch die Idee, dass der Urlaub, wenn man ihn in Österreich macht, heuer steuerlich absetzbar werden könnte. Wäre das überhaupt möglich, rein theoretisch gefragt? Das habe ich in der Form noch nicht gehört, aber es ist auch ein interessanter Beitrag, den wir uns auch ansehen werden. Okay, aber möglich wäre so etwas Ihrer Meinung nach? Das kann ich ad hoc jetzt nicht beurteilen. Wichtig wäre, dass Tourismus stattfindet. Ich hoffe, dass das möglich sein wird, was aber nur dann der Fall ist, wenn die Ausbreitungszahlen des Virus so gering bleiben wie jetzt und daran arbeiten wir alle gemeinsam. Dann noch ganz kurz zur Austrian Airlines. Da wird ja derzeit gerade über die Staatshilfen verhandelt, auch mit dem Mutterkonzern, mit der Lufthansa. Da gab es ja schon einige Meldungen aus der Regierung, auch von Ihnen, die gesagt haben, wenn man diese Staatshilfen gibt, dann braucht es auch eine Form von Mitbestimmungsrecht. Das kann ja dann eigentlich nur eine Beteiligung, eine Staatsbeteiligung sein. Ist das jetzt die Bedingung, wenn es die Staatshilfen gibt, dann muss es auch eine Beteiligung geben im Gegenzug? Was richtig ist, ist, dass es nur dann österreichisches Steuergeld für einen deutschen Konzern geben wird, wenn wir dafür im Gegenzug auch einen Vorteil davon haben. Wenn es so etwas wie Standort, Arbeitsplatz und infrastrukturelle Garantien geben wird, zum Beispiel. Wie das Paket am Ende des Tages aussehen kann, das weiß ich noch nicht, denn die Verhandlungen laufen. Fix ist aber, dass es Steuergeld nur dann geben wird, wenn wir auch etwas dafür bekommen. Bis wann soll diese Entscheidung über die AOA Staatshilfe Ihrer Meinung nach fallen? Haben Sie sich da ein Limit, ein Zeitlimit gesetzt? Wir haben für uns hier kein Zeitlimit, aber die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, denn je früher wir ein Ergebnis haben, desto besser. Und abschließende Frage noch, Herr Minister, morgen ist der 1. Mai. Die SPÖ wird das in Wien mit einer Videodoku feiern und viele sagen, das ist so ein bisschen der inoffizielle Wahlkampfstart der Wiener SPÖ. Jetzt sind Sie nicht nur Finanzminister, Sie sind auch Spitzenkandidat bei der Wienwahl. Momentan haben Sie logischerweise ein bisschen was anderes zu tun, wahrscheinlich um den Wien-Wahlkampf zu kümmern. Aber ab wann wollen Sie sich denn da in die Wahlschlacht schmeißen, beziehungsweise wie soll das zeitlich überhaupt funktionieren, neben Ihrem wahrscheinlich mehr oder weniger 24 Stunden Job als Finanzminister? Ich glaube, der Wahlkampf beginnt früh genug. Jetzt ist noch die Zeit, sich voll und ganz auf die Bewältigung der Krise zu konzentrieren. Ich habe täglich Kontakt mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die zum Teil vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, denen wir so gut es geht helfen wollen, sei es über Kurzarbeit, staatlich garantierte Kredite oder andere Maßnahmen. Dem gilt jetzt meine absolute Aufmerksamkeit. Und ich glaube, für den klassischen Wahlkampf, für den wird noch früh genug auch Zeit genug sein. Was ist Ihr Wahlziel bei der Wienwahl? Das Wahlziel ist, so stark wie möglich zu werden. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir auch ein gutes Krisenmanagement betreiben. Und das werden wir natürlich in den Wahlkampf auch einbringen. Und sollte es sich rechnerisch ausgehen und Sie eine Mehrheit zustande bringen, würden Sie dann als Bürgermeister in Wien zur Verfügung stehen? Der Wahlkampf beginnt früh genug. Derzeit geht es noch um die Krisenbewältigung. Aber würden Sie als Bürgermeister zur Verfügung stehen, wenn es sich ausgeht? Wir können das gerne diskutieren, wenn diese Krisenphase vorbei ist und der Wahlkampf beginnt. Ich glaube, da werden wir noch viele Gelegenheiten dazu haben, um auch das ausreichend zu diskutieren. Herr Minister, vielen Dank. Schöne Grüße ins Ministerium. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann ist der Chef des Hotels Sacher gleich hier bei uns zu Gast, stellvertretend für ganz viele andere Hoteliers, wird er gleich erklären, wie soll denn das ablaufen mit der Öffnung der Hotels, was wird künftig erlaubt sein, was wird nicht erlaubt sein und was wünschen sich die Hoteliers, wie gesagt, gleich bei uns zu Gast, der Hoteldirektor des wahrscheinlich berühmtesten Hotels in Österreich, des weltberühmten Hotels Sacher in Wien.